Ein Hallo an die werte Zuhörerschaft. Willkommen zum Let's Play vom Panzerkorps Der andere Weg. Wir spielen die zweite Kampagne, befinden uns in Italien des Jahres 1940, genau gesagt im Mai. Und das Szenario Florenz, was uns hier als Aufgabe gestellt wurde, ist ein sehr großes. Ihr könnt es an der Karte sehen. Wir sind gerade dabei, unser allerersten Schrittchen zu tun zur Erreichung der strategischen Ziele. Und diese ersten Schrittchen bestehen darin, den Fluss Po zu überschreiten. Was gar nicht so einfach ist, denn hier überall, hier dahinter und hier. Und das zieht sich so den ganzen Po entlang, stehen Verteidiger, der Italiener. Natürlich. Weil einen Flussübergang zu sichern ist halt viel einfacher, als sich auf offenem Gelände gegen die mit Elite-Truppen oder Elite-Ausrüstung versehenen Angreifer unsererseits zu wehren. Völlig klar. Apropos Florenz, es gab ja auch noch diese Quizfrage, die wir das letzte Mal gestellt bekommen haben, die hieß: Bis wann war Florenz die Hauptstadt von Etrurien? Und Etrurien leitet sich ja von dem Kernland der Etrusker ab, einem italienischen Stamm, der in der römischen Zeit existierte, auf die sich aber später auch die Einwohner eben jener Gegend immer wieder berufen haben, so dass es zwischen 1801 und 1807 ein Etrurien nochmals gab, von dem halt Florenz die Hauptstadt war, und das nur so lange existierte, bis, naja, kann man so sagen, Bonaparte dort die schützende Hand darüber hielt. Deswegen war dem nicht gerade lange ein Leben beschienen, eine Existenz beschienen, und man weiß relativ wenig über Etrurien, so denke ich mir das. Also die Lösung wäre demzufolge 1807, 20, 19, 18, 7. Hier. Dieses Feld müssten wir einnehmen. Aber wir sind ja sowieso auf dem Weg dorthin, deswegen passt mir das ganz gut. Bevor es soweit ist, werden wir uns aber erstmal mit der Geschichte hier unten beschäftigen. Wir schauen mal, wie weit wir mit unserem Schiff kommen. Greifen den feindlichen Zerstörer an. Jawohl, geben ihm ordentlich eine mit. Unser Flussboot zieht nach. Das andere Flussboot, wie geplant, auf dem Po entlang. Und die Schnellboote schützen uns ein wenig. Das war die Seestreitkräfte. Drüben haben wir auch nochmal Seestreitkräfte. Ein weiteres Flussboot, die Vitava, feuert auf die feindliche Flak. Kann diese aber nur um einen Punkt beschädigen und einen Punkt unterdrücken. Das ist dann nicht so die Welt. Naja, was soll's. Dann wollen wir hier natürlich den Flussübergang schaffen. Das heißt, wir müssen die feindliche Artillerie definitiv massiv unterdrücken. Ja, 4 Punkte hat sie noch, 4 Punkte ist unterdrückt. Das heißt, das läuft schon mal ganz gut. Genau, den kann ich ja dann wieder zurückziehen, deswegen mache ich das überhaupt. Ich glaube, hier fahre ich mal hin. Habe ich sie jetzt ganz unterdrückt? Na super, da greife ich natürlich jetzt nicht an. Ach mein Ohr. Ohne jeden Erfolg. Hervorragend, würde ich sagen. Also genau das, was man will. Dass der Angriff völlig zweckfrei bleibt. Also, was könnte man sich noch wünschen? Hier gucken wir mal, was so an Gegnern da ist. Aha. Eine Artillerie, eine Flak stehen dort. Alles klar. Unsere eigene Artillerie gibt Deckungsfeuer. Und wir bringen weitere schwere Infanterie zum Einsatz oder bewegen die zumindest schon mal in Position. Auch da können wir ein bisschen was scouten. Unsere Jungs stellen sich aber nicht besonders clever an dabei, das feindliche Schiff anzugreifen. Ihr könnt das erkennen. Ganz im Gegenteil. Das ist etwas enttäuschend. Sag mal einfach mal, dass das Schiff ein Stückchen von der Küste wegliegt, trotz alledem, und deswegen schwer zu treffen ist. So, dann haben wir hier drüben einen Feindjäger aufgemacht und einen Bomber. Dort würde ich natürlich gerne ran. Schade. Ich möchte ungern auf diese Seite fliegen, weil hier der Flughafen ist. Also lieber auf der Seite agieren. Mit unseren Eliteverbänden. Dem kommen wir gar nicht ran. Und das, was wir jetzt haben, ist halt nicht ganz so prall, ja.
Die sind im Grunde besser als wir. Das heißt, wenn wir jetzt angreifen mit unseren Jägern, erleiden wir wahrscheinlich Verluste. Unangenehm. Ja, das Einzige, was wirklich dahin fliegen kann, ist jenes. Gut, dann mache ich es halt. Ha! Komplett abgeschossen. Dann hat es sich ein bisschen gelohnt, aber wir sehen natürlich jetzt hier hinten genau das, was ich vermutet habe. Da ist halt ein Flakgeschütz. Wir haben halt schon einen feindlichen Jäger runtergeholt und jetzt auch noch einen feindlichen Bomber. An sich erstmal eine schöne Sache. Auch hier könnte man jetzt super zuschlagen. Frage ist, ob wir das vielleicht nicht lieber woanders brauchen. So Feuerkraft. Ich probiere es mal. Ein Punkt. Tja, und die Me-110 C, auch eine sehr gute Maschine. Wo lassen wir die zuschlagen? Die Artillerie unterdrücken. Bringt es nicht so richtig. Hier ist überall Deckungsfeuer, hier ist Deckungsfeuer. Die werden sowieso auf uns schießen. Das überlege ich mir noch, das weiß ich noch nicht genau. Unser Hauptquartier könnten wir verlegen, aber die einzige Bahnverbindung führt nach Ferrara. Also erst wenn wir hier ein Loch gekämpft haben, verlege ich auch unser Hauptquartier, weil vorher hat das ja gar keinen Nutzen. Wenn wir das zu früh machen, was haben wir dann gekonnt? Nichts. Als ich es im Zug befindet. Und wenn ich es hier schon abstelle, ist es natürlich in Reichweite des Gegners. Und es ist halt sehr schlagkräftig, hält aber jetzt nicht so mega viel aus, deswegen riskieren wir das gar nicht erst. Dann wollen wir ja hier den Flussübergang schaffen, beziehungsweise haben wir den schon geschafft. Und ich muss mal gucken, was hier noch an Flugzeugen des Feindes da ist. Bis erstmal nur diese beiden gesehen. Fliege es mal dreist hier runter. Oh! Das ist natürlich jetzt übersichtlich. Also, wir sehen die Verteidiger von Reggio. Heavy Infanterie in der Stadt. Ja. Pack und Pack Artillerie in Flakbunker. Was ist das Hübsches? Bersaglieri in einem Fiat 626. Cool aussehendes Auto. Ja, sehr schöne Grafik ist das. Viel besser als diese normalen Transportfahrzeuggrafiken. Sehr viel besser aufgelöst. Und wir sehen zwei Flugzeuge. Um die müssen wir uns definitiv kümmern. Da kommen wir nicht drum rum. Also wir versuchen jetzt erstmal seine Jäger abzuschießen. Ich denke auch, dass uns das gelingen wird. Ich will halt ungern dorthin fliegen. Das ist immer dasselbe, Dreiviertel Reichweite und so weiter. Habe ich halt gar keine Lust drauf. Riskier mal das Gegenfeuer. Sechs. Wir wissen ja, dass er das nur einmal macht, das Gegenfeuer. Das ist ja das Schöne. Genau, deswegen kann man jetzt runterholen. Jetzt können wir hier mehr oder weniger ungehindert drauf loslegen. Feindliche Flak unterdrückt. Nein, da kommt er nicht wieder weg. Mist. Feindliche Flak fast ausgeschaltet. Sein Jäger ausgeschaltet. Jetzt gehen wir die Artillerie an, die er hier hat. So macht einem das ja wieder Freude. Ein schöner, durchschlagender Erfolg. Das ist ein Elite-Hund, HE 111E. Und den werden wir hier rüber schicken. Der soll eher dort hinten, wo die Flugzeuge, Quatsch, wo die Schiffe des Feindes zu erwarten sind, zum Einsatz kommen. Da muss ich gucken. Ich habe natürlich jetzt keine Jagddeckung, wenn ich hier irgendwo hinfliege. Ich mache es mal trotzdem. So, das war doch äußerst effektiv, behaupte ich mal.
Trotzdem konnte man seine Geschütze nicht komplett unterdrücken. Das probieren wir jetzt nochmal. Unterdrückt 7, jawohl. Sollte ich diese Richtung angreifen mit den Pionieren, passiert gar nichts. Sehr gut. Sind trotzdem nicht durchgekommen. Wir nehmen unsere normale Infanterie. Können wir den Gegner vernichten. Aber so einfach mit dem Durchmarschieren ist es halt doch nicht. Ja? Sieht man hier. Also die Überquerung des Po ist schon eine Aufgabe, die man erstmal hinkriegen muss. Hier würde ich gerne ran, damit ich dann hier hingehen kann. Aber wie soll ich dorthin feuern? Ich habe ja da vielleicht so. Genau. Jetzt mit der Infanterie dort rein. Die feindliche Ari komplett gekillt. Jawohl. Und jetzt können wir mal unsere Elite Brandenburg einsetzen. Wir switchen unsere Flak, was ich gesagt habe, nutzen die jetzt als Artilleriedeckung für diese Einheit. Und verpassen der Infanterie des Gegners noch eine. Kommen jetzt trotzdem in dem Moment erstmal nicht weiter. Das ist eben leider so. Die kann man eigentlich nur auftanken. Wir haben gesagt, wir könnten uns keinen Meter bewegen. Die Überquerung wird schon noch ein Weilchen dauern. Wir können jetzt hier rüberfahren, aber ihr seht ja, was da an Verlusten zu erwarten ist. Und natürlich könnte er jetzt seine Panzer einsetzen, er kann sie ersetzen, er kann seine Kavallerie einsetzen, er kann eigentlich alles einsetzen, was er gerne möchte. Mal sie jetzt hier nicht aufpassen, dann tut das nur weh, nichts anderes. Das ist unser Sturmgeschütz, das kann man natürlich super dahinter stellen. Ach, hier ist auch noch ein Bunker aufgegangen, na fantastisch. Da würde ich schon gerne erst noch mal drauf schießen, oder? Ja, wie gesagt, gibt's alles nicht geschenkt. Fast. Aber fast ist eben auch nicht geschafft. Und jetzt haben wir uns natürlich die eigene Einheit weggerückt, die das überqueren könnte. Aber was willst du machen? Ich überlege, ob ich das Sturmgeschütz hier hinstelle und nicht drüben mit einsetze. Das ist wahrscheinlich noch sinnvoller. Der bleibt erstmal noch stehen, die bleiben erstmal noch stehen, hier machen wir überhaupt nichts. Soll er doch kommen, wenn er will. Das wird schwer, aber es könnte ein erster Schritt sein über den Fluss. Wir müssen dann unsere Brückengrenadiere wieder in das Feld ziehen und müssen versuchen, die beiden Einheiten noch rüber zu zerren und vielleicht, ja, vielleicht die Artillerie noch mit rüber zu ziehen, dass wir da mal ein Stückchen vorwärts kommen. Ja, so easy peasy einfach. Funktioniert halt nicht. Klicken wir uns mal so durch. Was ist denn noch übrig an Verbänden? Ah ja, das Flugzeug. Mit der hat man uns ja noch nicht entschieden, was wir damit machen. Ich glaube, hier angreifen ist blöd, weil hier bestimmt wieder ein Flakbunker steht. Oder hier. Möchte ich eigentlich ungern machen. Und hier irgendwo zuzuschlagen, auch wieder im Flakdeckungsfeuer, ist auch so eine Sache. Kann man hier oben vielleicht noch was Sinnvolles bewirken? Ja, mache ich so. Ich glaube, das hat noch seinen Sinn. Ah ja, genau. Die Einheit hier, die kann sich ein Stück bewegen. Ich hoffe, das ist immer durch. Ist halt immer das Problem. Bei so vielen vergisst man so schnell mal irgendwas Wichtiges. Deswegen, wenn man hier nicht durchklickt, klar, es ist nervig, das zuzugucken, aber wenn man nicht durchklickt, ärgert man sich hinten raus, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, jetzt haben wir es aber. Also Rundenende. Da wissen wir ja schon mal, was die Artilleriedeckung ist von der Stadt, oder? Deutlich sichtbar. Die ging ins Leere.
Schwere Schiffe sind auch da, gerade eben entdeckt. Das ist insofern interessant für uns, da wir ja schon vermutet hatten, dass es da drüben ein Teil der italienischen Flotte vorhanden ist. Jetzt haben wir die Bestätigung dafür. Boah, vier Abschüsse auf unseren Jäger und vier auf unseren Bomber. Ei, 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 ei. Das finde ich ganz schön viel. Bittere Verluste, wie ich sagte. Selbst die Heavy-Infanterie tut sich schwer, wenn sie halt auf so einer Brücke steht. Naja, 2. Mai, 8 Uhr. Das Wetter passt auf jeden Fall. Aber es wird hart. Es gibt neue Ausrüstung, eine Me-110 in der Variante D ist jetzt verfügbar, wobei ich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, wo die sich unterscheidet. Ich glaube, Sprit hat sie ein bisschen mehr. Das Bild ist wieder cool. Sieht ansprechend aus. Wir können ja mal gucken, ganz kurz. Taktische Bomber. Wir hatten die C, das ist die D-Variante. Die D-Variante hat einen Punkt mehr Luftverteidigung und etwas mehr Sprit. Ja, wie gesagt, das ist also jetzt nichts, wo wir unbedingt umswitchen müssen oder wo wir uns dran halten müssen. Also, das nehme ich gar nicht für voll. Gut, wir beginnen vielleicht mal hier drüben. Wir wissen, hier ist der Flakbunker. Also sollten wir uns hier ein bisschen weghalten. Irgendwo hier in der Nähe. Das ist das schwere Schiff von ihm. Also schon mal nicht. Da ist es auch schon mal nicht. Aha, hier ist es. Armando Diaz. Ein leichter Kreuzer. Den können wir natürlich wunderbar einheizen, wenn wir wollen. Wir sind aber vorsichtig. Wir machen es erstmal so. Ich halte mein Schiff immer schön im Hintergrund. Der Angriff auf diese Schiffe ist natürlich jetzt nicht möglich, weil wir wissen, hier ist die Flakdeckung. Schade. Dafür können wir uns unsere eigenen Flakdeckung mal ein bisschen hantieren. Aber das war jetzt auch der schwächste Feind, auf den wir treffen konnten. So eine Falko fällt ja eigentlich nichts aus. Wenn man es genau nimmt, ist das kein Gegner, um den man sich so groß bemühen müsste. Versuchen die jetzt mal ein bisschen komplett abzuschießen. Und das gelingt uns auch. Jetzt mal gucken, wie wir hier weiter vorankommen. Aber die Flak unterdrückt, aber nicht ausreichend. Ich glaube, es ist schwierig, an beiden Stellen gleichzeitig durchzustoßen. Das ist das Hauptproblem. Wir kriegen es nicht hin, überall gleichzeitig durchzuhauen. Ja, wenn wir jetzt hier angreifen, ich könnte jetzt die versuchen zu unterdrücken oder ich könnte hier zuschlagen, aber beides ist halt nicht machbar. So. Konzentrieren wir uns halt auf eine Flanke. Jetzt sieht es ganz gut aus. Die sind unterdrückt. Ich frage, haben wir jetzt eine Einheit da, die das überhaupt ausnutzen kann? Ach man. Zwei Schaden. Zwei Schaden. Ja, probieren wir es mal so. Ergibt sich nicht mal. Ich krieg sie nicht weggerückt. Kann sein, dass ich sie jetzt weggerückt kriege. Ja. Kann ich es mit dem nächsten Verband angreifen? Es gibt hier eine Mini-Lücke. Immerhin. Aber wir kommen trotzdem, glaube ich, nicht durch. Nein, wir kommen nicht durch. Zerstören wir seine Artillerie komplett. Aber es reicht halt nicht, um jetzt hier aggressiv vorzugehen. Wir haben ja einfach nichts. Hier unten machen wir es anders. Habe ich mich gerade umentschieden. Halt nochmal zurück. Der nach dort, der nach dort. Man sieht ja, dass es dort irgendwie gar keinen
auch keinen Fortschritt gibt, deswegen hauen wir es dort einfach wieder ab. Die Punkte geben wir aus, die Truppen werden wir hier drüben noch brauchen. Hier halten wir, hier machen wir gar nichts. Dann sollten wir vorankommen. Ja. Unsere Maschine werden wir wieder aufmunitionieren. So ein kleines Flussboot werden wir für das erste zurückziehen. Das Flussboot von hier oben bewegen wir weiter nach vorn. Die Infanterie wollte ich ja noch mitgeben, die kommt gar nicht voran. Es ist halt alles ein bisschen eng. Hilft nur Geduld zu haben. Ja, die könnte richtig reinhauen. Aber die hat den großen Nachteil, dass sie ja momentan das auch nur unter Flak, also gegnerischem Flakdeckungsfeuer machen müsste. Und das möchte ich natürlich nicht. So. Das war die tschechische Flanke. Jetzt kommen wir mal zu unseren eigenen Angriffsbemühungen. Hier oben haben wir gesagt, halt mal nur. Hier wollen wir ja weiter vorwärts kommen. Jetzt könnten wir Truppen verlegen von dort. Ich mache das auch. Mal kurz gucken, was habe ich da drüber hängen. Was habe ich vielleicht noch an Feindjägern oder ähnlichen? Hier gilt es wirklich ein bisschen aufzupassen. Jetzt darf ich hier keinen Mist machen. Ah, wegen der Artillerie kriegt man noch ein bisschen Feuer, kriegt man ein bisschen Schaden. Die habe ich jetzt gar nicht für voll genommen, deswegen. Alles klar. Kann die Truppe ja hier reinrücken. Kann ich die ja ausschalten. Ja, so gefällt mir das. So, Pioniere hier rein. Wir fliegen jetzt ein paar Angriffe. Schalten die Feindflak aus. Ja, das funktioniert relativ gut. Hier, wie gesagt, wieder aufpassen, da kommen wir nicht voran. Lieber auf der Ecke noch ein bisschen rumbomben. Zwei, drei Felder Reichweite zum Feind wollen wir nicht. Hervorragend. Die spielt Deckung für unsere Maschinen. Die spielt Deckung für die Maschine. Wir haben jetzt bloß noch hier hinten den Jäger übrig, dem sie uns ja ganz schön, ganz schön beschädigt haben. Das weiß ich gar nicht, wo irgendwo ein Flughafen in der Nähe ist. Eigentlich nur der, wo man den in Ordnung bringen könnte. Also machen wir es anders. Wir fliegen mal hier hin, machen das nachher. Wir tanken erstmal auf, beschützen unser Flussboot und nachher bringen wir den wieder in Ordnung. Also hier ist es halt härter als erwartet. Gehen echt nicht weg, ja? Das ist krass. Gut. Ich sag, ich könnte die vorziehen. Frag ich, will ich das? Zieht weg. Bittere Gegenwehr, wie fies. Erzwester. Hätte ich doch erstmal die Artillerie benutzt, aber nein. Wollte man wieder für irgendwas anderes aufsparen, was auch immer es gewesen sein soll. Und das ist dann halt das Ergebnis von solchen. Wir sparen uns die mal für einen besseren Zweck auf. Mein Quatsch. Tja. Die wohl doch hier rübersetzen.
der Schütz unserer Artillerie. Damit auch ein bisschen den Übergang. Mit der Flak hier oben können wir im Moment wenig anfangen. Also von einem gesicherten Übergang oder Vorstoß über den Po kann eigentlich noch keine Rede sein. Das halte ich alles noch für kritisch, was hier passiert. Die Artillerie haben wir hier zwar vernichtet, aber alles andere, das war sehr gut. Oh, was haben wir denn hier Hübsches? In extra Tarnfarbe. Mörserartillerie, 2 Felder Reichweite, 5-2, Verteidigungswert 13 gegen Artillerie. Ist ja auch süß. Oh, habe ich überhaupt noch nie gesehen, also ja, interessant, interessant. Okay, was kann man Schönes machen? Wir können hier ein bisschen zuschlagen. Erstmal noch eine Truppe hinstellen. Die Jäger oder die hier, machen wir es mal so. Weg damit. Selbst das klappt mit dem Weg damit nicht so einfach. Verschanzung reduzieren. Ein Angriff mit den Brandenburgern. Die können sie aber nicht rausdrängen, das schaffen sie einfach nicht. Ja, und dann kommen wir an dem Punkt schon wieder nicht mehr weiter. Ja, das ist immer das Problem. Ist ja alles ganz nett, aber wir kommen einfach nicht vorwärts. Ja. Wir haben jetzt schon 3 Truppen hier, aber solange die in der Nähe des Flusses halt eine Position halten, können wir die nicht sich überqueren. Hier ist genau derselbe Fall. Hier ist genau derselbe Fall. Es ist alles, es lässt sich alles an, aber es dauert noch, bis wir wirklich einen sicheren Übergang haben. Ah ja, unser Aufklärer, unser Fieseler Storch. Könnte natürlich hier hinten gucken gehen, er muss nur aufpassen, dass er ja nicht in irgendeinen Feind, einen Feindflak reinfliegt, das wäre ja blöd. Ich benutze den mal hier unten, schön weit weg von der Feindflak. Wir machen nur ein bisschen was auf. Hier steht eine 75mm Luftabwehr, hier steht nochmal Berserk Leri. Okay, gut. Das ist jetzt nicht relevant für uns. Haben wir alles? Ja. Greifen wir unsere Schnellboote an. Oh, da gibt es noch ein Schlachtschiff oder ein Schlachtkreuzer oder sowas. Und Zerstörer. Aber mit was soll ich sonst scouten, wie wir nicht mit diesen kleinen Booten, ja? Ah, Panzer gegen Panzer, nur dass wir im Fluss stehen. Damit haben sie die Position wieder gesichert. Echt nicht schlecht gemacht. Oh, eine neue Nachricht. Auf der Karte befindet sich auch die Burgruine von Canossa. Wenn eine ihrer Bodeneinheiten einen Gang nach Canossa vollführt, aha, das Feld betritt, kann ihnen das neue Erkenntnisse bringen. Okay. Ich habe das schon mal gehört, dieser Gang nach Canossa, aber in welchem Zusammenhang es war, wei, oh, wei, oh, wei. Plus, wo ist das? Ja, und damit sind wir am Nachmittag des 2. Mai, also es gibt hier wieder 2 Runden pro Tag, um 8 Uhr, um 14 Uhr jeweils. Und jetzt müssen wir mal die Burgruine von Canossa suchen. Tja, aber wo ist die? Dafür müsste man vielleicht wissen, wo sich Canossa befunden hat. Dann könnte man die Burgruine entdecken. Das Problem ist nämlich, es gibt, glaube ich, keine Ruinenfelder, keine Burg, also keine Anzeigen für sowas. Es gibt hier nur diese paar den Häuschen und es gibt halt die Stadtfelder und so weiter, aber es gibt jetzt keine Ruinenfelder. Auch hier ist Canossa, genau. Es könnte ein Turm sein mit einem kleinen Anbau. Nehmen wir einfach mal an, das ist es. Dort werden wir auf jeden Fall hingehen. 10:12. Versuchen wir uns mal zu merken. Ja, soweit unsere ersten Angriffe. Ihr seht, wir haben hier ein bisschen was geschafft. Wir sind leicht über den Po vorgerückt, aber so richtig. Was ich sage, es ist geschafft, wir haben die ersten Stellungen überwunden, davon kann noch nicht die Rede sein, zudem sind die feindlichen Städte, wo ja sein Kern seiner
nördlichen Verteidiger hat, relativ nah am Fluss. Also er kann auch diese Truppen benutzen, um uns wieder zurückzudrängen. Hier hat er das nicht gemacht, aber hier drüben von Bologna aus hat er es auf jeden Fall gemacht und hält momentan sehr gut gegen die Tschechen stand, die es einfach nicht hinkriegen, wirklich überzusetzen. Tja, und hier unten wissen wir, italienische Flotte, Zerstörer hier und Zerstörer hier, ein leichter Kreuzer irgendwo hier und hier unten noch ein Schlachtkreuzer, wenn es das überhaupt schon war. Da kommt noch einiges auf uns zu. Gut, das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ich danke fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal und freue mich von euch zu lesen. Bis dann.